heute das Mehrgenerationenhaus in Merseburg. Welche Aufgaben übernehmen die Häuser in den Regionen? Wie der Name Mehrgenerationenhaus schon sagt, sollen hier die Generationen unter einem Dach zusammengeführt werden. Es geht darum, Verständnis füreinander zu erlangen, aber auch Betreuungsfunktionen auszuüben. Das geht von der Kleinkindbetreuung los und geht auch hin, auch zu Schularbeiten machen oder auch zur künstlerischen Betätigung. Alles das findet man hier in diesem Haus vor. Der Träger schafft es aber auch, Arbeitsmarktangebote und Integrationsangebote zu machen. Ganz konkret heißt das, dass Spätaussiedler hier zum Beispiel auch aktiviert werden, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, oder dass auch Flüchtlinge befähigt werden, mit ihren sprachlichen Qualifikationen es zu schaffen, in die Gesellschaft integriert zu werden und sich integrieren zu lassen. Das ist auch ein Zeichen gegen Rassismus und für ein weltoffenes Sachsen-Anhalt. Und das ist in der Form auch durchaus einzigartig in Sachsen-Anhalt. Welches Angebot erwartet interessierte Bürgerinnen und Bürger hier im Mehrgenerationenhaus Merseburg? Wir haben in dieser Einrichtung Angebote für alle Generationen, von Kleinstkindern über junge Jugendliche, über Familien, über Migranten, Senioren und mittlerweile auch hochbetagte Personen, zum Beispiel zu der Problemstellung Pflege und Demenz. Es gibt Angebote, die sind kreativ orientiert. Wir haben eine Tiffany-Werkstatt, wir haben eine Keramikwerkstatt, wir haben eine Gymnastikwerkstatt. Wir haben eine Zeichen- und Malgruppe, die hat der Ministerpräsident heute auch besucht. Und dann gibt es einen sehr stark ausgeprägten Bildungsbereich. Man kann also Bildung wahrnehmen als Information. Man kann Bildung mitbestimmen und gestalten, indem man in Seminare geht oder in Workshops geht zum Thema Demokratie, zum Thema gesellschaftliche Entwicklung in Merseburg, zum Thema Rentenrecht, zum Thema Patientenverfügung oder zum Thema, wie komme ich mit meinem Enkelkind klar, das also Drogenprobleme hat oder. Also genau definieren kann man es nicht, aber es ist eine Einrichtung, in der Sie eigentlich fast alles können, aber Sie müssen selbst daran teilhaben, ansonsten funktioniert es nicht. Sie sind heute nicht mit leeren Händen nach Merseburg gekommen. Was haben Sie mitgebracht? Ich habe einen wunderschönen Teppich mitgebracht. Er stammt aus der Hoffnungsgemeinde in Magdeburg und ist von Frauen gestickt worden, die aus den ehemaligen Republiken der Sowjetunion stammen. Sie sind seit einer ganzen Reihe von Jahren hier und haben sich eingebracht in unsere Gesellschaft und fühlen sich wohl und wollen auch ein Zeichen setzen, wenn es darum geht, zur Integration beizutragen und auch Hoffnung zu machen für die, die als Neuankömmliche bei uns in der Gesellschaft versuchen, Fuß zu fassen und einfach Unterstützung brauchen. Denn wir kennen ja dieses Zitat von dem Autor und österreichischen Lehrer Ernst Ferstl, der mal gesagt hat, es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen, es gibt zu wenige Menschen, sagen die Flüchtlinge. Hieran merkt man, dass jeder aus seiner Sicht ein Problem formuliert und dieses Problem aber nur gemeinsam gelöst werden kann. Und das wird genau in diesem Mehrgenerationenhaus getan.